Ich lass los, lass jetzt los. Nun bin ich endlich soweit. Okay, ich höre ja schon auf zu singen. Aber ja, es ist wirklich endlich soweit. Frozen 2 steht in den Startlöchern. Nachdem die Eiskönigin völlig unverfroren ein unglaublicher Erfolg wurde, erwarten wir am 20. November die Eiskönigin 2 in den deutschen Kinos. Ganze 6 Jahre hat sich Disney Zeit gelassen, einen zweiten Teil rauszubringen. Und das, obwohl der erste Teil nicht nur für den krassesten Ohrwurm seit langem gesorgt hat, sondern sogar zweifacher Oscar-Preisträger wurde. Frozen brachte frischen Wind in die Erzählwelten von Disney und erzählte eine unkonventionelle Liebesgeschichte zweier Schwestern und brachte eine Prinzessin bzw. eine Königin ins Spiel, die nicht von einem Prinzen gerettet wird. Wait, what? Ja, sie ist nicht einmal von der Hilfe eines starken Helden an ihrer Seite abhängig, so wie Vaiana. Klar, dass da alle Konservativen auf die Barrikaden gingen. Und dann war da auch noch das Gerücht, der Hit Let It Go handelt von einem Coming Out. Elsa ist lesbisch? Wenn es um das Marketing geht, hat Frozen einfach alles richtig gemacht. Bis heute ist der Film im Gespräch und Elsa und Anna-Kostüme verkaufen sich wie geschnitten Brot. Auch wir waren positiv überrascht. Nachdem wir langsam genug von den Disney-Klischees hatten, war die Eiskönigin ein echter Lichtblick. Mit der Ursprungsgeschichte Die Schneekönigin von Hans Christian Andersen hatte das Ganze zwar nicht mehr so viel zu tun, aber die neue Story hat uns wirklich überzeugt. Denn mal ehrlich, wer Olaf nicht mag, der hat wirklich ein kaltes Herz. Auf was dürfen wir uns im neuen Teil freuen? Was können wir erwarten und welche Wünsche werden wohl nicht erfüllt? Wir sind für euch auf den Hypezug aufgesprungen und haben uns angesehen, was bisher geschah, wie die Produktion des zweiten Teils bisher lief und was wir in Frozen 2 bzw. die Eiskönigin 2 zu sehen und zu hören bekommen. Zieht euch warm an, denn es geht ab in die Winterzeit. Die Kälte, sie ist jetzt ein Teil von uns. Okay, ich hör auf. Nummer 5. Was bisher geschah? Kann man 80 Jahre an einem Stoff rumtüfteln? Ja, kann man. In den 30er Jahren beschloss Disney, sich an eine Geschichte ranzuwagen, die es in sich hat. Hans Christian Andersens Die Schneekönigin von 1845. Das Märchen handelt von der kleinen Gerda, deren Freund Kai von der Schneekönigin entführt und gefangen gehalten wird. Kai ist durch einen Eissplitter im Herzen und einen im Auge verflucht, sodass sein Herz in einen Eisklumpen verwandelt wird und er alles Schöne nur noch hässlich findet. Gerda kann ihn schließlich aus dem Schloss der bösen Königin befreien. Ihre Tränen tauen sein Herz auf und die beiden können fliehen. Klingt nicht gerade nach einem Disney-freundlichen Thema. Das Projekt wurde dann auf eine verdammt lange Bank geschoben, bis man mit einem anderen Werk von Andersen riesigen Erfolg feierte. Ariel 1989. Nachdem also die Adaption des Kunstmärchens Die kleine Meerjungfrau eine richtig gute Idee war, begann man erneut an der Schneekönigin herumzubasteln. Zwischendurch machte man die Erfahrung, dass eine sehr, sehr freie Interpretation keine schlechte Idee ist. Mit The Emperor's New Groove, im Deutschen Ein Königreich für ein Lama, wurde 2000, bis auf den englischen Titel, nicht viel von Andersens Geschichte, des Kaisers neue Kleider, übernommen. In Fahrt kam das Schreiben der Geschichte um die Schneekönigin dann mit dem Produzenten Peter Delveco. Er hatte bereits Der Schatzplanet, Küss den Frosch und Winnie Pooh produziert und war Produktionsmanager bei Herkules, dem besagten Königreich für ein Lama und Atlantis. Also ein erfahrener Mann, der das Kreativteam prompt in den kalten Norden schickte, um nach Inspiration zu suchen. Man reiste nach Wyoming in den Schnee, ins Eishotel in Quebec und nach Norwegen. Die Beschaffenheit von Schnee, die Lichtreflexion von Eis und skandinavische Kultur und Architektur nahm man mit und machte sich an die Story. In einem Interview sagte der Produzent, dass der Zugang zu der Figur der Schneekönigin sehr schwierig war. Aus der kaltherzigen, grausamen Königin wurde die unverstandene junge Frau mit magischen Kräften und mit ein bisschen Geschwisterliebe wurde aus Andersens Schneekönigin Disneys Eiskönigin. Der absolute Clou in der Produktion war aber das Komponisten-Ehepaar Kristen Anderson-Lopez und Robert Lopez. Peter Delveco und sein Team hatten während der Produktion täglich mit dem Songwriter-Duo Kontakt. Sie waren in den Story-Prozess involviert, sodass die Musik perfekt in die Geschichte und in die Animation passte. 2013 war es dann endlich soweit und Frozen kam in die Kinos und machte richtig Reibach auf unserem Platz Nummer 5. Und das bringt uns direkt zu unserer Nummer 4, der Mega-Erfolg. Frozen bzw. die Eiskönigin völlig unverfroren wurde ein unglaublicher Erfolg. Die Regisseure Chris Buck und Jennifer Lee haben alles richtig gemacht, denn Zuschauer und Kritiker waren begeistert. Da ließen die Auszeichnungen nicht lange auf sich warten. Frozen wurde damals mit Preisen regelrecht überhäuft. Der Film gewann damals 2 Oscars, bester Animationsfilm und bester Filmsong, einen Golden Globe für besten Animationsfilm, den British Academy Film Award, bester animierter Spielfilm, 2 Critics Choice Awards, bester animierter Spielfilm und bestes Lied, 5 Annie Awards,
und gleich 2 Grammy Awards. Das ist der wichtigste US-amerikanische Musikpreis. In Deutschland bekam die Eiskönigin das Prädikat besonders wertvoll von der deutschen Film- und Medienbewertung. Es gab ein regelrechtes Let-It-Go-Karaoke-Fieber, Unmengen von Coversongs auf YouTube und tausende kleine Kinder, die ihren Eltern mit dem Song in den Ohren lagen, bis diese um Gnade bettelten. Dass zunächst Anna statt Elsa eine Disney-Prinzessin wurde, war da natürlich nicht so schlau, was Disney schnell merkte, als Spielzeuggeschäfte mit Nachfrage nach Elsa-Puppen überhäuft wurden, es aber viel mehr Anna-Püppchen gab. Disney rieb sich dennoch die Hände und dachte gleich über einen zweiten Teil nach. Logisch. Was aber zuerst kommen sollte, war ein Broadway-Musical zum Film. Die beiden Komponisten haben ja schon eine Menge Broadway-Erfahrung und die Lieder dementsprechend Oscar-würdig geschrieben. Und ja, Let It Go sieht auch im Film schon aus wie der perfekte Diven-Song eines großen Broadway-Hits. Sie setzen sich nach Teil 1 also erst einmal an eine Bühnenumsetzung, weshalb schon deshalb der zweite Teil so lange auf sich warten ließ. Um die Zuschauer bei Laune zu halten, erschienen inzwischen übrigens 2 Kurzfilme. Die Eiskönigin Partyfieber von 2015 und die Eiskönigin Olaf taut auf von 2017. Der erste ist keine 10 Minuten und der zweite knapp über 20 Minuten lang. Falls ihr also nicht das Geld dafür ausgeben wollt, geben wir euch eine kurze Zusammenfassung der beiden. In Partyfieber hat Anna Geburtstag und Elsa will ihr eine perfekte Feier schmeißen. Leider hat sie Schnupfen und mies kleine Schneemänner und das führt natürlich zu Chaos. In Olaf taut auf geht es um Weihnachten und verschiedene Traditionen in der Weihnachtszeit. Keine Angst, Olaf ist am Ende nicht aufgetaut, sondern wird selbst zur neuen Tradition von Arendelle. Wir sagen dazu, wenn man für einen 8-Minuten-Film 2,50 Euro verlangen kann, läuft das Geschäft. Der Mega-Erfolg von Frozen ist unser Platz Nummer 4. Aber wie lief die richtige Fortsetzung? Kommen wir zu unserer Nummer 3, die Produktion von Die Eiskönigin 2. 6 Jahre nach Teil 1 ist es also endlich soweit. Die Eiskönigin 2 kommt am 20. November in die deutschen Kinos und die Vorfreude ist riesig. Der erste Teaser-Trailer stellte innerhalb von 24 Stunden gleich mal einen Weltrekord auf. Er wurde zum meistgesehenen Animationstrailer überhaupt. Und wie es bis jetzt aussieht, haben wir wirklich Grund zur Freude. Denn die Regisseure Chris Buck und Jennifer Lee sind wieder dabei. In der Zwischenzeit konnte Jennifer Lee übrigens in Zumania ihr Gespür für starke weibliche Hauptrollen beweisen. Sie war Drehbuchautorin und heimste auch hier einen Oscar ein. Zumania gewann den Goldenen Jungen für den besten Animationsfilm. Man kann also davon ausgehen, dass sie in der Zwischenzeit nichts von ihrem Talent eingebüßt hat. Produzent des zweiten Teils ist wieder Peter Delveco, was ebenfalls für Hoffnung sorgt. Im Englischen sind auch die Sprecher Kristen Bell, Idina Menzel, Jonathan Groff und Josh Gad geblieben. Und im Deutschen können wir nicht abwarten, Happy Kerkeling wieder als Olaf zu hören. Außerdem kommen die Schauspieler Evan Rachel Wood und Sterling K. Brown zum Cast dazu. Und wie sieht es mit den Songs aus? Die Eiskönigin gewann damals eine Menge Preise für die Musik und der Soundtrack war 2014 das weltweit erfolgreichste Album überhaupt. Da mussten sich sogar Taylor Swift und Ed Sheeran geschlagen geben. In Deutschland wurde es 2019 mit 7-fachen Gold ausgezeichnet, das heißt, dass über 700.000 Exemplare verkauft wurden. Dementsprechend hoch sind die Erwartungen an die neuen Songs. Aber wir haben gute Nachrichten. Die beiden Komponisten des ersten Teils sind wieder mit im Boot. Auf dem YouTube-Channel Disney Music Vivo können wir schon in ein paar der Titel hineinhören. Darunter Into the Unknown, der wohl der Nachfolger von Let It Go werden wird, auch wenn wir ihn spontan nicht ganz so catchy und einprägsam finden wie Let It Go. Insgesamt wird es 7 neue Songs geben. Wenn wir aber ehrlich mit uns sind, bezweifeln wir, dass der Erfolg des ersten Teils wiederholt werden kann. Let It Go setzt die Messlatte vor allem kommerziell, aber auch qualitativ verdammt hoch. Und damit landet die Produktion der Eiskönigin 2 auf Platz Nummer 3. Das klingt ja alles ganz schön rosig, meint ihr? Tja, auch ein Disney-Hit wie die Eiskönigin ist nicht skandalfrei. Es gab sogar eine ganze Menge Aufreger, von denen wir euch ein paar in unserer Nummer 2 vorstellen. Eiskalte Skandale. Das geht schon mit den Spekulationen los, ob Elsa lesbisch ist. Der Song Let It Go wurde von vielen als Outing gedeutet. Bereits 2016 wurde eine Kampagne gestartet unter dem Hashtag Give Elsa a Girlfriend. Neue Trailer deuten eine weitere weibliche Figur an und die Stimmen werden laut, dass wir endlich das erste homosexuelle Pärchen im Disney-Universum bekommen. Wir bezweifeln allerdings, dass der Megakonzern wirklich den Mut hat, das durchzuziehen. Man hat die Möglichkeit zwar nicht explizit ausgeschlossen, aber wir gehen davon aus, dass Elsa kein Coming-out bekommt. Schließlich würde Disney damit eine Menge konservativer Zuschauer verbrellen. Und das bedeutet Geld. Was das Marketing angeht, sind die Gerüchte allerdings Gold wert. Inzwischen gibt es eine gegenteilige Petition namens Don't Make Elsa a Lesbian in Frozen 2 und Rechtsaußendenker wie Jordan Peterson befeuern, der erste Teil sei feministisch und Müll. Schließlich wird
wird Elsa nicht von einem Prinzen gerettet. Und der Prinz ist auch noch ein Bösewicht. Unmöglich sowas. Fuck you, Jordan. Ein weiterer Skandal ist Frozen So White. Ist euch schon aufgefallen, dass die Figuren in Die Eiskönigin allesamt ganz schön weiß sind? Genau damit begann der Skandal, der sich vorrangig um skandinavische Ureinwohner dreht und dass zu der Zeit der Geschichte die Sami nicht völlig weiß gewesen sein müssten. Kristoff ist offiziell bestätigt samischer Abstammung und innerhalb derer gibt es viel Diversität und asiatische Einflüsse. Es wäre also nicht unlogisch gewesen, den Charakter als nicht weiß zu designen. Das war auch der Start von unfassbar vielen Fan-Animationen und Zeichnungen, die Charaktere des Films asiatisch, afrikanisch oder arabisch aussehen ließen. Oh well. Im dritten Skandal, den wir euch vorstellen, wurden die Macher von Frozen sogar verklagt. Und zwar, weil sie die Story geklaut haben sollen. Isabella Tanikumi behauptet, die Geschichte sei nicht etwa von Andersen abgekupfert, sondern von ihren eigenen Memoiren, Living My Truth and Yearnings of the Heart. Und wenn man sich ihre Geschichte genauer ansieht, dann gibt es tatsächlich einige Gemeinsamkeiten. Zwei Schwestern, deren Eltern durch eine Naturkatastrophe sterben. Die eine Schwester verletzt die andere als Kind und versteckt sich daraufhin vor Scham vor dem öffentlichen Leben. Sie leben am Fuß von schneebedeckten Bergen und jetzt wird es schräg, eine der Schwestern hat gleich zwei Männer, die um sie buhlen. Sie heißen Hans und Kristoff. Zufall? Aber so steht es geschrieben. Sogar das Cover der DVD soll vom Cover ihres Buches inspiriert sein. Naja, immerhin fehlt die Eismagie, sonst hätte Disney wahrscheinlich wirklich ein ernstes Problem. Die Skandale auf unserem Platz Nummer 2. Fassen wir in unserer Nummer 1 zusammen, was wir erwarten können. Inzwischen ist nicht nur der unfassbar erfolgreiche Teaser, sondern auch Trailer und erste Songausschnitte erschienen. Grob wird es in Die Eiskönigin 2 um Folgendes gehen. Seit Teil 1 sind inzwischen 3 Jahre vergangen, da hört Elsa ein seltsames Singen und Rufen. Sie will dem folgen und begibt sich zusammen mit ihrer Schwester Anna, Kristoff und Olaf auf den Weg in ein Abenteuer. Man weiß bereits, dass Frozen 2 Fragen beantworten soll, die schon im ersten Teil aufkamen. Wir werden also wahrscheinlich erfahren, woher Elsa ihre Kräfte hat und vielleicht wird auch erzählt, wie ihre Eltern tatsächlich gestorben sind. In Frozen werden Klischees der Disney-Filme nicht nur angesprochen, sondern auch kritisiert. Denn der gute Prinz ist nicht das, was er vorgibt zu sein. Elsa spricht an, dass eine spontane Heirat, auch wenn es um einen Prinzen geht, keine gute Idee sei. Zitat: Du kannst keinen Mann heiraten, den du gerade erst getroffen hast. Oder wie Kristoff es formuliert: Haben dich deine Eltern nicht vor Fremden gewarnt? Die Handlung war unkonventionell und stellte vieles in Frage, was bei Disney bis dahin üblich war. Jetzt sind wir gespannt, ob der zweite Teil daran anschließen kann. Wir glauben zwar nicht an ein Coming-out von Elsa, aber einen Prinzen wird sie sicherlich nicht zur Seite gestellt bekommen. Den Klicks der Trailer nach zu urteilen, wird Die Eiskönigin 2 auf jeden Fall ein Erfolg, ob die Story gut wird oder nicht. Familien werden in Scharen ins Kino gehen und kleine Mädchen werden in neuen Elsa- und Anna-Kleidchen herumlaufen. Und die Euphorie kennt anscheinend auch bei Erwachsenen keine Grenzen. Vor kurzem wurde in Florida ein Mann verhaftet, der sich an einer Olaf-Stoffpuppe im Supermarkt vergangen hat. Immerhin wurde er erwischt, bevor dem Plüscheinhorn das gleiche Schicksal blühte. Der englische Sprecher von Olaf, Josh Gad, sagte dazu nur: Sometimes I don't like warm hugs. Manchmal mag ich keine warmen Umarmungen. Wir sind gespannt, wie sich der Hype bis zum Erscheinen des Films entwickelt und ob uns Teil 2 am Ende überzeugt und es wieder Oscars hagelt. Und wenn ja, ob John Travolta bis dahin den Namen von Idina Menzel richtig aussprechen kann. Hallo? Unser Platz Nummer 1. Was ist mit euch? Freut ihr euch auf den zweiten Teil? Seid ihr bei Debatten wie der um Elsas Sexualität aktiv dabei? Oder wollt ihr eine stimmige Story im Vordergrund, unabhängig von der sexuellen Orientierung der Figuren? Findet ihr die Ausschnitte von den neuen Songs ansprechend? Oder kann eh nichts an Let It Go herankommen? Wir sind gespannt auf eure Kommentare. Wenn dir unser Video gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo. Und wenn du uns unterstützen möchtest, dann kannst du das zum Beispiel tun über ein einmaliges Trinkgeld per PayPal oder als regelmäßige Unterstützung auf Patreon. Die Links gibt's in der Beschreibung. Das war's und jetzt noch viel Spaß mit diesen beiden Videos.